Mehr Gemüse essen, ganz einfach durch dieses vegane Zucchini-Sushi. Das Innere könnt ihr auch noch für diesen herrlich herzhaften und geschmacksintensiven Dip verwenden. Die Zucchini füllt ihr dann mit Reis und beliebigem Gemüse. Dann dippt ihr eure kleinen Stückchen einfach in dem Dip und das Rezept findet ihr bei mir auf dem Foodblog.